Hallo ihr Lieben, kennt ihr das auch? Ihr trefft eine Bekannte, Verwandte, wie auch immer, eine ältere Dame, die sitzt im Auto und wartet auf ihre Tochter. Und ihr kennt die ein bisschen näher. Das ist eine Frau, wo ihr sagt, ach, die ist ganz lieb und die ist nett und die ist auch immer unheimlich dankbar, dass die Kinder was machen. Und dann wünscht ihr euch einfach manchmal, warum kann das mit meiner Mutter nicht so sein? Und bei narzisstischen Müttern ist ja dieses Spiel im Alltag komplett anders. Die erwarten permanent von euch, dass ihr was für sie tut. Dass sie gar nicht bitten müssen, dass sie gar nicht fragen müssen. Dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ihr, wenn irgendwas ist, parat steht, ihnen helft, sie unterstützt. Weil es einfach so ist, dass die Kinder dankbar zu sein haben und da kann man zwar vielleicht im Nachhinein dann auch Danke sagen, aber das Danke ist dann auch oft immer so ein bisschen so halbherzig. Und eigentlich habt ihr so in euch das Gefühl, ja, es war ja sowieso für sie selbstverständlich, dass man das tut. Und ihr kennt Situationen, ihr müsst sie fast schon nötigen, dass sie irgendwo mal hinfahrt mit ihr, was sie ja seit Jahren bejammert, da will sie unbedingt mal hin, aber keine fährt ja mit ihr hin. Und sie bejammert es und ach ja, sie ist ja so alleine und keiner macht es mit ihr. Und wenn ihr dann aber sagt, komm, jetzt fahren wir halt am nächsten Wochenende, habe ich Zeit. Ach ja, mir geht's aber nicht so gut und es wird mir eigentlich zu viel und ihr müsst sie fast schon nötigen, dass sie fährt. Aber ihr spürt so untergründig, eigentlich ist es auch wieder selbstverständlich, dass ich sie nötige, dass ich für sie mal was tue. Also es ist so eine ganz subtile Situation. Wenn ihr von euch aus mal was anbietet, dann wird es wieder abgewertet. Nee, ist ja auch nicht so wichtig. Ich bin ja auch nicht so wichtig. Das ist oft so die Strategie des verdeckten Narzissten. Und ich bin ja schon so alt und es rentiert sich ja nicht mehr. Und ihr denkt euch da manchmal, sie hat doch jahrelang gejammert und will da unbedingt hin. Hat es immer in so einem Ton gesagt, so quasi, dass das für dieses Wichtigste auf der Welt wäre. Und ihr macht es dann mit ihr und dann hat sie wieder 100.000 Ausflüchte. Also auch hier seht ihr, das ist eine ganz subtile Manipulation. Oder es gibt Diskussionen, wo ihr einfach mal sagt, nee, das mag ich so überhaupt nicht. Oder das ist, was mische ich denn da jetzt ein? Oder sei doch nicht immer so und so. Also ihr sagt einfach wie zu einem guten Freund mal eure Meinung. Und dann heißt wieder, ist sie wieder tot beleidigt und heißt wieder, ihr habt ja wieder rumgeschrien und immer macht ihr sie nur klein. Also, wo ihr da euch dann nachher denkt, es war eigentlich ein normales Gespräch, ich habe zu irgendwas Nein gesagt oder gesagt, das interessiert mich jetzt nicht, weil ihr ja sehr oft mit Belanglosigkeiten konfrontiert werdet, wo ihr euch auch dann denkt, was soll jetzt diese Info, interessiert mich nicht, ist eigentlich auch für den Alltag nicht wichtig. Wo ihr halt einfach merkt, dieses ungeheure Defizit der Aufmerksamkeit, was diese Menschen haben. Dahinter steht natürlich oft eine unheimliche Einsamkeit, weil sie haben ja auch nichts, wo sie sich wirklich im Alltag richtig beschäftigen, sich interessieren, sich einlassen auf irgendwas, auch mal über den Tellerrand hinausschauen und sagen, ach ja, da könnte ich mal drüber nachdenken oder da lese ich mal nach. Im Endeffekt bleibt ihr ja so der Fokus ihrer Energie. Ihr habt da zu sein, ihr habt zur Verfügung zu stehen. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr auch eben, wie vorher gesagt habt, mal Nein sagt, dann ist sie wieder gekränkt, dann ist sie beleidigt. Kommt ihr ihr entgegen, dann passt ihr das aber auch wieder nicht, weil das dann der falsche Tag ist oder die falsche Uhrzeit oder sie das ja eigentlich gar nicht mehr will, wie auch immer. Also ihr habt permanent, seid ihr in so einem Gefühl, ihr macht alles falsch. Und wenn ihr jetzt da mal zurückdenkt, wenn ihr jetzt als Erwachsene dieses Gefühl habt, wie muss es doch euch als Kind ergangen sein? Ihr habt ja überhaupt nicht einordnen können, was war da eigentlich, was ist da eigentlich wirklich los, was bin ich, was mache ich jetzt wieder falsch? Das ist ja so eine subtile Art und Weise zu manipulieren, also vorzüglich bei verdeckten Narzissten, wo ein Kind völlig orientierungslos wird und auch den Halt verliert und nicht mehr weiß, wo vorne oder hinten ist. Wenn es euch als Erwachsene jetzt immer noch so geht und ihr das immer wieder so einfach bewusst wahrnehmt, ihr könnt euch jetzt vielleicht mittlerweile besser abgrenzen und trotzdem merkt ihr, irgendwas triggert das schon noch, weil da ist noch so ein alter Schmerz,
der immer wieder hochkommt in dem Moment. Denkt man, kann sich denn ein Mensch kein bisschen weiterentwickeln oder mal über den Tellerrand hinausschauen oder einfach mal was reflektieren oder nachdenken? Und das fällt mir halt oft so bei den Klienten auf, was die so erzählen, wo man auch denkt, ja, es ist wirklich tragisch. Weil die dann oft sagen, ja, sie haben eine ganz nette Tante und die hat total viel Kontakt mit ihren Kindern. Aber die Tante ist halt auch dankbar, die ist ehrlich und die sagt halt, was sie will oder was sie nicht will. Und ist halt wirklich, wenn die Kinder für sie was tun, ist es keine Forderung, sondern es ist einfach eine Bitte. Und die Kinder sind in einer guten Verbindung mit ihr, also machen die das dann oft einfach so freiwillig, weil da ganz viel Herzlichkeit und Wärme da ist. Und das ist auch so ein Stichwort einfach, so diese Herzlichkeit und Wärme, die einfach narzisstischen Müttern in der Regel komplett fehlt. Also die sind so in ihrem eigenen Gefängnis drin, die rotieren nur um sich selber, es geht nur um sie. Oder dann kommt irgendwie eine Einladung, weil, was weiß ich, ihr Enkelkind irgendwo was ganz Tolles macht. Na, das ist jetzt zu viel, das ist zu anstrengend. Und das ist für sie ja nicht wichtig. Das ist ein Thema, wo sie ja nicht interessiert. Und da merkt ihr auch wieder, ja, es war früher genauso. Wenn ich irgendwo eine Veranstaltung gehabt habe, was für mich wichtig war, sie hat mich vielleicht, wenn ich Glück gehabt habe, gerade noch hingefahren, aber dann ist sie gleich wieder weg gewesen. Sie hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Sie hat sich nicht eingelassen. Sie hat 100.000 andere Sachen gemacht. Oder wenn sie da geblieben ist, sie hat gar nicht zugeschaut, sie hat dann irgendwie mit anderen Leuten über weiß Gott was geredet, völlig belanglose Dinge. Also ihr wart nie im Mittelpunkt gestanden, nie im Mittelpunkt ihrer vollen Aufmerksamkeit. Und das ist halt einfach ein Schmerz, der euch vielleicht jetzt auch wieder begegnet, wenn ihr das so von Bekannten oder aus eurem eigenen Leben eben hört, quasi, dass dann das nicht mal für die Enkelkinder tut, weil das Thema interessiert sie nicht und man, ja, dann ist das auch, wenn das für mich nicht spannend ist, muss ich da auch nicht hin, weil da völlig die Empathie für die Bedürftigkeit eines anderen fehlt. Und ihr habt bestimmt da auch Beispiele, schreibt es unten in die Kommentare rein. Was kennt ihr da so aus eurem Leben? Ich kenne es aus meinem Leben auch sehr, sehr gut und es ist immer wieder auch für mich manchmal, dass mich so antickert, denke mal, ja, okay, das kenne ich. Das ist immer so ein kleiner Funken Schmerz, der dann wieder hochkommt, denke mal, es hätte so schön anders sein können. Ja, war nicht so. Und darum gilt es ganz besonders da, ganz behutsam, ganz liebevoll mit euch zu sein und auch zu trauern, die Trauer wirklich zuzulassen, um das, was ihr da verloren habt, so eine Geborgenheit, eine Wärme, eine Herzlichkeit, eine Liebe in eurer Kindheit, was ein ganz anderer Start vielleicht auch ins Leben gewesen wäre. Natürlich habt ihr euch jetzt wunderbar weiterentwickelt, seid fähig in manchen Dingen euch das selber auch schon zu geben, aber trotzdem darf man sagen, man darf diesen Schmerz würdigen. Er hat eine Existenzberechtigung, weil es war kalt, es war ein Eiskeller, in dem ihr aufgewachsen seid, ihr seid manipuliert worden, ihr seid klein gemacht worden, ja, der Schmerz ist da. Und ja, er kann jetzt auch heilen, ganz sicher. Aber es wird immer wieder Situationen geben und da dürfen wir uns nichts vormachen. Wer so eine Kindheit erlebt hat, wird immer wieder in Berührung kommen mit so durch Erzählungen von anderen oder wie auch immer, dass mal wieder ein bisschen was triggert. Und dann seid ganz besonders liebevoll mit euch selber und sagt, ja, das tut immer noch ein bisschen weh und ich hätte es mir so gern anders gewünscht. Ich nehme es an, es war nicht anders, ich habe daraus viel gelernt, ich habe mich daraus sehr entwickelt, aber es ist ein Schmerz da und ich darf auch nochmal für einige Zeit darüber trauern. Ganz, ganz wichtig, nehmt euch das wirklich zu Herzen, ihr dürft nach wie vor auch trauern. Man muss nicht dastehen, immer in jeder Situation wie der Fels in der Brandung. Man darf auch mal sagen, okay, das hat mir jetzt wehgetan und ich traue jetzt nochmal um die verlorene Kindheit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und Gute, eure Beate. Tschüss.